Hallo Leute, jetzt wieder Xi. Und es geht weiter mit Mega Man X6. Der Durchlauf mit X. Und ja. Ich bin am überlegen, wen wir jetzt als nächstes machen sollen. So langsam gehen uns ja jedoch die Gegner aus, die wir erledigen können. Das Problem dabei ist nur, wir müssen uns auch so langsam ein wenig um das Optionale kümmern. Und brauchen dafür an bestimmten Stellen durchaus das Albtraumphänomen, weswegen wir nochmal in dieses Level gehen werden. Denn hier gibt es an einer gewissen Stelle nur mit dem Albtraumphänomen ein Weiterkommen. Was durchaus ein wenig fragwürdig ist, aber was sollen wir machen? Es ist echt traurig, dass ich damit besser durchkomme. Das ist wirklich traurig. Ach du Schande. Aber okay. Dann halt so. Boah, das dachte ich mir. Hoppada. Hoppada. Ja, nee, wie gesagt, in diesem Level hier brauchen wir das Albtraumphänomen. Also, falls das hier noch nicht albtraumhaft genug war, nee. Hier gibt's noch was, und zwar... Dachte ich? Ich dachte... Das wäre jetzt... Aber das Bild war doch rot. Ich dachte eigentlich, ich könnte da jetzt durch. Aber ganz offensichtlich ist das ein Effekt, der nicht durch den... Ja. Okay, ich habe gerade meinen Fehler bemerkt. Ja. Das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist noch gar nicht erschienen. Und damit hat sich eine weitere Sache, die ich irgendwo gelesen habe, bestätigt. Bestimmte Altraumphänomene kommen tatsächlich erst zustande, wenn wir bestimmte Mavericks erledigt haben. Noch eine Sache, die ich nicht wusste. Aber ja, das erklärt auch, warum in bei Shield Sheldons Level damals diese Insekten nicht erschienen sind und in diesem Durchlauf schon. Shield Sheldon! Jetzt wirklich! Ja, machen wir ihn mal. Entledigen wir uns einmal dieses Mavericks. Dann haben wir ihn auch mal von der Pelle, nachdem ich ihn jetzt so lange ignoriert habe. Es gibt hier noch was zu sagen. Du bist im Laserinstitut. Das ist einer der mysteriösesten Orte der Welt. Da das Institut offiziell nicht existiert, haben wir nicht wirklich viele Daten darüber. Aber es ist offensichtlich, dass diese Facility. Jedes Mal wieder. Ich hasse dieses Wort. Gott. Es ist offensichtlich, dass dieser Ort vom Altra befallen wurde. Also werde ich es mir ansehen. Facility. Womit? Wie übersetzt man Facility? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Yay. Ha? Sie schweben. Aber warum? Ich habe diese Art Situation noch nie angetroffen, aber vielleicht kannst du deine Waffen nutzen. Was sollen mir denn meine Waffen hier helfen?
Tja, ja, da das Albtraum-Phänomen hier nicht zurückgekehrt ist, haben die Albtraum-Gegner auch nach wie vor keine Seelen für uns. Tja, das sind Lasereinheiten. Und die Lichtreflektoren, die Reflektoren scheinen den Laser zu nicht inflektieren, reflektieren. Ich habe das Experiment, das die Laser reflektiert, miterlebt. In diesem Experiment konntest du die Gerätschaften drehen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das dieselben Gerätschaften sind, da sie von hier aus nicht sichtbar sind. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Und das ist das Albtraumphänomen. Ich werde versuchen, die Laser zu nutzen und um zu sehen, was passiert. Ich finde es lustig, dass das in diesem Projekt das so gut funktioniert. Also mit diesem Locken der Laser. Die Lichtreflektoren zu drehen, um den Laser in eine andere Richtung zu führen. Es ist wie ein Rätselspiel. Das ist es wohl. Das wäre ein Nervtöten des Albtraumphänomen. Pain Streaking. Ja, wie gesagt, wenn die Gegner so durch mich durchfliegen beim Erscheinen, weiß ich nicht so wirklich, was ich dagegen machen soll. Ich wollte nicht sprinten. Wie ich ja mittlerweile gemerkt habe, sind Osoma und ich, was es betrifft, Leidensgenossen. Ich hatte früher nie ein Problem mit dieser Fähigkeit. Im Gegenteil, ich nutzte sie. Ich nutzte sie gerne. Der Untersucher, der in dieses Gebiet gesendet wurde, ist Shield Sheldon. Sei sicher, dass du deine Du sagtest Shield Sheldon? Oh nein, wurde er wiederbelebt? Und wurde auch noch ein Untersucher? Ich glaube, davon hatte ich noch eine Nachricht, aber naja, was soll's. Hey Shield Sheldon. Na? Ja, bei ihm haben wir eigentlich nur noch zwei Reploiden zu retten, aber da kommen wir momentan leider nicht hin. Shield Sheldon! Ich dachte mir schon, dass du es sein würdest. Das hat Alien mir gerade gesagt, aber jetzt bin ich mir auch noch sicher. Sicher. Es tut mir... Der Vorfall tut mir leid. Wenn ich nur rechtzeitig dort sein hätte können. Das musst du dir nicht leid tun. Ich konnte meine Rolle als ein Leibwächter nicht erfüllen. Das ist alles. Du hast den Professor beschützt. Als der Professor ein Maverick wurde, gab es einfach keinen anderen Weg. Unsere Offiziere haben deine Aktion missverstanden. Und du wurdest als Maverick gejagt. Und dann hast du dich selbst verschrottet. Das war einfach unglücklich. Ach, Moment mal, hatte ich ihn nicht höher gesprochen? Ich konnte nicht verhindern, dass der Professor ein Maverick wird. Ich habe es nicht geschafft, ihn zu beschützen. Aber ich werde meine Pflicht als Leibwächter nun erfüllen. Er gab mir eine zweite Chance. Ich werde ihn beschützen. Auch wenn ich mein Leben dafür aufs Spiel setzen muss. Komm schon, Ax. Ah ja.
Okay, das ist irgendwie billig. Hätte ich das mal mit Zero gewusst. Mist. Ja, das Problem bei dem Kampf ist halt die Decke. Ja, bei dem Bosskampf, ich weiß halt nicht, bei der Fähigkeit mit Zero konnte ich ja, kam ich so weit durch, aber mit Axe ist das leider nicht ganz so einfach. Das Problem ist in dem Fall halt wieder, dass der Raum so klein ist. Wenn die Decke etwas höher wäre, dann könnte ich mit der Situation ganz anders umgehen, aber... Ach, komm schon. Na, ja, wobei, so geht's halbwegs. Okay. Geht doch. Ja, eigentlich war seine Stimme doch recht tief. Aber Stimmlagen treffen ist jetzt nicht so ganz meine Stärke. Oh gut, die Albtraumseele war grün. Was ich auch interessant finde, wir haben jetzt eigentlich schon einige Diploiden gerettet, aber an Gegenständen haben wir noch herzlich wenig bekommen. Ach ja. So, das kennen wir. Schade, dass es hier so viele Texte zu überspringen gibt, aber... Naja. Auf der anderen Seite wäre es auch Blödsinn, wenn ich es immer wieder vorlesen würde und ihr denkt euch nur, ja, das kennen wir doch schon, überspringst doch. Und da habt ihr durchaus recht. Ja. Ich finde mich jetzt gerade in einer ziemlich blöden Situation, wenn ich ehrlich bin, weil eigentlich müsste ich ihn ausschalten, um an ein Rüstungsteil heranzukommen, das ich gerne hätte, um weiter fortzufahren. Aber ich warte die ganze Zeit darauf, dass ich eine bestimmte Verbesserung bekomme von einem geretteten Reploiden. Aber das tue ich nicht. Und das finde ich nicht so schön. Okay, jetzt aber mal machen werde. Ich glaube, ich werde mal das hier ersetzen. Einfach, um potenziell unseren Schutz noch weiter zu erhöhen. Und... Ja, machen wir jetzt einfach mal weiter und hoffen, dass wir dann demnächst mal den Ausrüstungsgegenstand bekommen, den ich haben möchte. Ground Scaravage. Das Zentralmuseum. Ja, hier haben wir uns mit Zero lange frustriert. Meine Güte. Du bist jetzt im Zentralmuseum. Seine Erscheinung hat sich komplett gewandelt. Ist ja Totenstille. Ich frage mich, was für eine Art Albtraum mich hier erwartet. Gehen wir weiter. Und... Was ist das? Ein Totempfahl? Ich kann keine Signale eines Totempfahls empfangen. Das muss das Werk des Albtraums sein.
Sehr vorsichtig. Das große Problem hier ist halt, in das Level muss ich potenziell noch öfter ran. Oh. Was ist das für ein Ort? Aelia, kannst du analysieren, wo ich bin? Aelia? 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 Die Kommunikation ist gestört. Sir. Wir sehen hier gerade einen Raum, in dem wir vorher noch nie waren. Ja. Wie ihr seht, haben wir noch nicht alles an ekelhaften Situationen gesehen, die wir im Zentralmuseum antreffen können. Wir haben einen Reploiden nicht retten können. Damit sind die 100% momentan wieder verbockt. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe nochmal bis hierhin gespielt und dieses Mal war ich auch schlau genug, ein Safe State zu setzen. Jupp. Und jetzt kann ich froh sein, dass ich dieses Programm hier nutze. Dann kann ich auch während der Folge den Safe State laden. Ja. Ich hab vergessen, einen zu setzen, habe ich halt Chill Sheldon nochmal schnell besiegt. Und jetzt sind wir nochmal bei Round Scaravage. Nee, es ist so, die Mechanik ist so halt einfach nur nervtötend. Vor allem, weil, wie ihr gesehen habt, solche Reploiden halt teilweise einfach auch komplett außerhalb unserer Reichweite sein können. Und wir sie deswegen nicht anständig erwischen können. Jo, jetzt sind wir halt komplett woanders. Problem an der ganzen Geschichte ist halt, ja, den sah ich jetzt nicht mal. Den konnte ich jetzt nicht mal sehen, den Reploiden. Ich setze den Safe-State gleich am Anfang des Levels, dann haben wir diese dumme Sequenz hier nicht die ganze Zeit. Ich meine, ich mag die Sequenzen sehr, ich mag die Melodie. Aber... wenn ich jetzt die ganze Zeit wieder in den Safe-State laden darf, nervt es halt auch. Und falls sich an der Stelle jemand darüber beschweren möchte, dass ich generell Safe-States verwende, wenn man sich die 100% in diesem Spiel endgültig verbocken kann. Klar, es ist natürlich der Gang des Totenfalls festgelegt. Stimmt. Nee, aber wenn man sich in diesem Spiel die 100% wirklich komplett verbocken kann. Unwiederbringlich. Es geht halt wirklich nicht. Ich verstehe aber auch nicht, wie man sowas hier machen kann. So einen Albtraum-Gegner so direkt daneben hinsetzen. Sodass der halt wirklich bloß noch ein paar Pixel zur Seite rutschen muss, um den Reploiden zu erledigen. Das ist halt absoluter Bockmist in meinen Augen. Ja, wenigstens haben wir ihn gerettet. Nee, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es bei diesem Level auch noch so, dass die ganzen Reploiden pro Passage
Quanten sind. Also es ist nicht so, dass wir hier jetzt einen bestimmten Raum haben und dann sind es halt quasi so und so viele Reploiden pro Totempfahl. Das nicht. Das wäre ja auch viel zu freundlich. Sind wir doch mal ehrlich, ne? Ne, wir haben hier tatsächlich den, wie ich sagen möchte, stupiden Fall vorliegen, dass in jedem Bereich, den wir hier nicht sehen, ihr habt gesehen, es gibt noch andere, die per Zufall ausgewählt werden, dass da noch Reploiden sind. Ihr wisst, wie viele Reploiden es pro Level sind. Dann könnt ihr euch genauso denken oder vorstellen, dass das hier, dass wir es hier mit keiner Situation zu tun haben, die wir auf einmal erledigen können, sondern wir müssen in dieses Level tatsächlich häufiger ran. Und ja, ihr seht auch den dämlichen Sprung, den wir aus dem Vorgänger noch kennen, den wir da auch schon vollführen mussten, den müssen wir jetzt hier auch machen. Und je nachdem, wie uns das Glück gesonnen ist, halt auf eine mehr oder weniger ekelhafte Art und Weise. Insofern, ja, auch dieses Level hier erfreut sich nicht unbedingt der besten gestalterischen Qualität. Was echt schade ist. Bin mir ehrlich gesagt auch unsicher, ob es hier nicht sogar Passagen gibt, die nur X vorfinden kann. Und genauso, dass es dasselbe für Zero gilt. Ich weiß es nicht. In jedem Fall haben wir jetzt erstmal ein herbes Problem, wenn wir da durch wollen. Ja. Jetzt der Doppelsprung aus dem Sprint aus dem Doppelsprung heraus bereitet mir nach wie vor Probleme. Nee, ganz ehrlich. Was uns hier gerade geliefert wird, ist absoluter Bockmist. So. Ja, hätte ich mir jetzt natürlich noch Altram-Seelen holen können, aber ganz ehrlich, nee. Die Totempfahl-Gegner denken sich auch von Anfang an, ja, warum sollen wir denn überhaupt mit den Pfeilen anfangen? Haben wir doch gar keine Lust dazu. Naja, wir haben den ersten Zwischenpunkt erreicht. Und ja, liebe Leute, sollte ich jetzt hier wieder irgendwo einen hilfesuchenden Reploiden nicht erwischen, heißt es auch hier wieder alles von vorne. Weil ich hier ganz ehrlich am Überlegen bin, ob ich für dieses Level und für das von Blaze Heatnix, ob ich da die Regel nicht erleichtern soll, weil es ist halt wirklich blödsinnig, die 100% bei solchen Leveln zu verbocken, bei denen ich jedes Mal wieder so einen weiten Weg zurücklegen darf. Bei den anderen Leveln ist es nicht so schlimm, aber in diesem Fall heißt es halt jedes Mal wieder so einen kompletten Totempfahl durchspielen. In diesem Fall heißt es jedes Mal wieder so einen kompletten Totempfahl durchspielen. Wow! Wow! 7 davon!
7 auf einem Fleck. Wollt ihr mich verarschen? 7. In Zahlen 7. Meine Fresse. Okay, und ich dachte, wir hätten mit Zero schon das Schlimmste gesehen, aber nein. Ganz offensichtlich nicht. Was für eine Scheiße. Ach, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ah, Moment. Ich wurde schon wieder transferiert. Wie weit ist es? Oder wie weit ist es noch? Wahrscheinlich eher. Ich lass mich mal kurz erledigen, wir haben genügend Leben. Und ich hätte gerne volle Lebenspunkte, wenn ich mich hier gleich nochmal durcharbeiten darf. Das wird alles so unfassbar schrecklich, wenn wir hier ohne alles durch wollen. Oh mein Gott. Das ist alles über alle Maßen furchtbar. Öp. So, öp. Da liegt ein Herzcontainer. Einfach so herum. Und tschüss. Wir sind durch, wir haben es geschafft. Einmal. Bedenkt, wir haben hier noch nicht einmal den Teleporter gefunden. Es war eine lange Mission, Ex. Du musst müde sein. Mhm. Der Untersucher, der in dieses Gebiet gesandt wurde, ist Grant Scarovich. Bleib auf der Hut. Mhm. Und hoffentlich haben wir wenigstens in diesem Level endlich mal eine Einbaute gefunden, die uns wirklich aktiv weiterhilft. Ja, das ist bisher echt... Grant Scarovich. Bargler. Du musst der Räuber dieser Ruinen sein. Was tust du hier? Nun. Was haben wir denn hier? Ha, es ist Offizier X. Das ist schrecklich. Na, das ist schrecklich. Wieso muss ich jemanden wie dir hier gegenüber treten? Sei ein kluger Reploid. Und gib mir die Informationen über den Albtraum, über die Albträume. Ich würde viel lieber sehen, welche DNS-Daten du hast. Ja, du könntest ja auch mal damit anfangen, gefährlich zu werden. Ja, du, das meinte ich nicht, Grant Scarovich. Ich habe absolut kein Problem damit, wenn du dir so gar keine Mühe geben willst. Zack! Da ich da überhaupt noch drüber gekommen bin. Ja gut, er als Boss ist nicht schwierig. Aber das Level. Das Level. Und es gibt wieder eine grüne Albtraumseele. Sehr gut. Aber wenn ich gerade so auf die Zeit schaue... Ach ja. Ja, das Problem ist, wir müssen halt bei ihm wirklich definitiv nochmal ran. Weil es bei ihm halt vom Zufall abhängig ist, was wir von ihm bekommen. So, Sensui-san. Ah! Ensuit-san war die gute Ding. Sensuit-san? Nein, ich habe die ganze Zeit Müll geredet bei Zero.
Oh, da haben wir was Wichtiges bekommen. Speedster. Also in seinem Level gibt's diesen Gegenstand. Okay, dann haben wir schon mal einen der wichtigen Gegenstände, die wir für den Durchlauf ohne alles brauchen. Und zwar wirklich dringend. Leider brauchen wir diesen Gegenstand dringend. Aber das dürfte jetzt einiges einfacher machen. Nur die Frage, was geben wir dafür auf? Ich würde fast sagen, das hier. Schnell angreifen ist halt schon wichtig. Aber sich schnell bewegen, ebenfalls. Gerade wenn wir dann sowas vor uns haben wie das Recycle Lab. Ja gut, nee, aber wie gesagt, wenn ich auf die Uhrzeit schaue, dann ist die Folge hier wieder an ihrem Ende angelangt. Und ja, jetzt stellt sich die Frage, wen machen wir denn als nächstes? Eigentlich müssen wir halt nochmal zu Grand Scaravage aus mehreren Gründen. Ja, aber wir haben noch Gegner zu erledigen, die wir auch so erledigen können, von daher, ne. Dann machen wir halt mal ihn hier in der nächsten Folge bei Mega Man X6. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.